Wenn ich aber die Quantenmechanik jetzt verallgemeinere, den Begriff der Überlagerung allgemeiner fasse, dann gibt es auch Zustände, wo man annehmen muss, dass ich nicht weiß, welches Atom ist da und welches Atom ist da. Dieser Zustand wäre eine Überlagerung über Raumpunkte hinweg. Und diesen Zustand bezeichnen wir in der Physik als verschränkte Systeme. Also eine Überlagerung, die nicht lokal ist. Und mit solchen Überlagerungen kann man in der Physik nun scheinbar sehr seltsame Dinge machen, die Einstein schon lange vorhergesehen hat und gegen die er emotional sehr war, weil er sie einfach nicht akzeptieren konnte. Für ihn waren die räumlichen Bedingungen, ein Atom zu sein, das war eine lokale, realistische Eigenschaft. Die müssen wir heute aufgeben, weil Experimente zeigen, dass wir diesen Begriff der Verschränkung, wie er von Erwin Schrödinger eingeführt wurde, tatsächlich im Experiment sehen. Wir können die Konsequenzen einer solchen Verschränkung tatsächlich im Experiment beobachten. Mehr noch, wir können die Verschränkung heute im Experiment einsetzen, sinnvoll einsetzen und für Anwendungen nutzen. Eine dieser Anwendungen ist heute in der Quantenkommunikation zu sehen. Wir können Quantenzustände von einem Ort an einen anderen übertragen. Das wäre der Begriff der Teleportation. Wir haben in der Zwischenzeit solche Teleportationsexperimente, also die Übertragung der Quanteninformation von einem Punkt auf einen anderen, auch mit Atomen demonstrieren können. Wie funktioniert denn nun die Teleportation? Teleportation braucht also zunächst einmal einfach ein Paar aus quantenmechanisch verschränkten Teilchen. Das können zwei Photonen sein, das können zwei verschränkte Atome sein. Und normalerweise hat man einen Partner A und einen Partner B, die miteinander reden wollen. Der Partner A heißt in der Kommunikationstechnologie meistens Alice, eine junge Dame. Und der Partner B ist Bob, der mit Alice in der Regel kommunizieren will. Und meistens möchte man auch nicht, dass sie abgehört werden. Also A und B reden miteinander, Alice und Bob. Zu Beginn teilen sich Alice und Bob jeweils die Hälfte von zwei Teilchen, also jeweils ein Teilchen, die ich aber zuvor miteinander verschränkt habe. Das heißt, die müssen durch irgendeinen Prozess einmal in Wechselwirkung gewesen sein, dann sind sie verschränkt und nun kann Alice ihr Teilchen mitnehmen, Bob nimmt sein Teilchen mit und sie können über große Distanzen auseinandergehen. Sie müssen allerdings aufpassen, dass diese Teilchen, die sie ja verschränkt haben, nicht beobachtet werden und nicht gemessen werden, denn sonst würde ja die Verschränkung sofort zerstört werden. Nun könnte Alice auf dem Berg dort drüben irgendeine Quanteninformation, also einen quantenmechanischen Zustand, von dem sie nicht weiß, was es ist, denn sie darf ja nicht hinschauen, könnte ihn nehmen. Und sie packt nun ihr Teilchen mit dem unbekannten Zustand in eine weitere Überlagerung zusammen, ohne zu messen. Man kann also Teilchen einander überlagern, ohne zu messen. Und sie macht an diesem überlagerten System eine Messung. Sie findet zum Beispiel, aha, beide überlagerten Systeme, also die beiden Teilchen finde ich jetzt beide aus, beide an oder eins an, eins aus. Das darf sie machen. Sie hat aber nicht gewusst, welches Teilchen welche Information getragen hat. Die Information, was für eine Kombination sie gemessen hat, die gibt ihr keinen Hinweis darüber, welchen Zustand sie hatte, denn sie wusste ja auch nicht, welchen Zustand ihr verschränktes Anteil hatte. Aber die Information, was die Kombination war,
Die darf sie nun klassisch über Telefonleitung an Bob weitergeben. Und Bob sagt, ja wunderbar, das ist genau, was ich wissen muss. Ich weiß jetzt nämlich, was ich machen muss mit meinem verschränkten Teilchen. Ich mache jetzt eine Operation, eine Manipulation mit meinem Teilchen. Die hängt davon ab. Also zum Beispiel, wenn beide Teilchen nach unten gezeigt haben hier, dann weiß ich ganz genau, mache ich hier zwei Operationen. Wenn beide nach oben gezeigt haben, mache ich gar nichts. Wenn beide so rum oder so rum gezeigt haben, eins oben, eins unten oder eins unten, eins oben, dann macht er entweder die eine oder die andere Operation und erhält damit automatisch am Ende, quasi durch Zauberei, den unbekannten Zustand, den Alice da eingestellt hat. Das ist Teleportation. Mehr ist es nicht. Es ist eine Quanteninformationsübertragung mit Hilfe von zuvor verschränkten Teilchen. Das kann man mit Photonen machen und das eignet sich besonders gut zur Kommunikation über lange Distanzen, wobei man aufpassen muss, dass die Teilchen nicht gemessen werden. Also heutzutage kann man das über Distanzen in Glasfasern auf etwa 60, 70 Kilometer machen, was ausreichend ist, um zum Beispiel auch Satellitenkommunikation zu machen, denn die Atmosphäre entspricht etwa einer Dicke von 5 Kilometern, wenn man das alles zusammenfasst, sodass hier schon wirklich Kommunikationskanäle auch kommerziell genutzt werden können. Stichwort Quanteninformationsverarbeitung. Hier mit unseren bewegten Atomen. Wir betrachten die Information als gespeichert in einem einzelnen Atom. Das sitzt hier und ein weiteres Atom sitzt zum Beispiel da. Und wenn wir mehr machen wollen, können wir noch mehrere solcher Atome nebeneinander setzen. Betrachten wir es nur mit zweien. Wenn man Quanteninformationenverarbeitung machen will, dann muss man insbesondere natürlich einzelne Atome ansprechen können und muss deren Informationsgehalt verändern können. Nach beliebigem Willen. Das ist eine Sache, die wir in der Regel können, indem man zum Beispiel einen Lichtstrahl auf ein einzelnes Atom richtet und dort mit dem Lichtstrahl das tut, was man möchte. Wichtiger ist aber, für alle Programme, die man machen muss, Rechenprogramme, muss man immer Wenn-Dann-Entscheidungen treffen. Wenn-Dann-Entscheidungen brauchen aber eine Kontrolle und etwas, was kontrolliert wird. Denn sonst kann ich keine Wenn-Dann-Entscheidungen treffen. Das bedeutet, ich brauche in der Regel mindestens zwei solcher Qubits, Quantenbits, zwei solcher Atome. Ja, wie macht man das? Wenn diese Atome nichts voneinander wissen, dann ist dem Atom ziemlich wurscht, was er an dem Atom tue. Dann kann ich keine Wenn-Dann-Entscheidung machen. Ich muss also in irgendeiner Weise diese Atome voneinander wissen lassen. Das haben wir schon diskutiert. Ich muss die Atome eigentlich miteinander verschränken. Wie macht man diese Verschränkung bei uns? Diese Verschränkung machen wir auf eine sehr geschickte Art und Weise. Zunächst einmal präparieren wir die Atome absolut bewegungslos. Die stehen im Raum und bewegen sich überhaupt nicht mehr. Nicht nur ein bisschen, sondern gar nicht mehr. Die sind quantenmechanisch absolut in Ruhe. Dann nehmen wir einen Laserstrahl, gehen auf das eine Atom und wir wollen dieses zweite Atom dann und nur dann kontrollieren, wenn ich zum Beispiel irgendwo etwas angeregte Information habe. Wenn das Ding im Grundzustand ist, dann soll das in Ruhe gelassen werden. Ja, woher weiß denn das Atom, dass da oben was ist? Und die kluge Idee, jetzt den Laser so einzustrahlen, dass ich mit der angeregten Amplitude, die da vielleicht existiert an Quanteninformationen, sofort eine Bewegung erzeuge. Das heißt, ich mit dem Laser schieße ich einen Puls auf das eine Atom, erzeuge eine Bewegung, dann und nur dann, wenn da eine angeregte Amplitude war. Dieses Atom fängt sich an zu bewegen. Aber da die beiden Atome sich einander abstoßen, sind ja geladen, fangen sich beide an zu bewegen. Nun, diese beiden Atome, die bewegen sich im Rhythmus und eigentlich vom Standpunkt der beiden Atome weiß man nun nicht mehr, bei welchem Atom habe ich hier die Bewegung hineingefüttert. Dieses Nichtwissen nennen wir Verschränkung. Denn das Atom weiß nun, da ist etwas, aber die Bewegung ist verschränkt mit der inneren Information. Jetzt kann ich zu dem zweiten Atom hingehen, kann dort eine Operation machen, die dann gerade die Quanteninformation umschaltet, wenn ich Bewegung hatte. Wenn ich keine hatte, dann tue ich es eben nicht. Und ich gehe wieder zurück und jetzt
nehme ich die Bewegung wieder raus. Alles ist wie vorher. Allerdings habe ich genau meine Wenn-Dann-Entscheidung getroffen. Nämlich wenn hier eine Anregung war, habe ich über die Bewegung kurzzeitig dem Atom mitgeteilt, der hat aber was. Und jetzt mache ich eher eine Operation. Das ist schon auch alles, was wir im Quantencomputer tun. Das ist eine Gatteroperation. Genauso wie wir elektronische Gatter machen in Pentium-Prozessoren, machen wir jetzt solche Gatteroperationen mit Lasern und Bewegung in Atomen und Ionen. Das ist ein einzelner Baustein. Und Computerprogramme bestehen einfach in der Abfolge von sehr vielen solchen Operationen in natürlich viel mehr Atomen als nur gerade zwei. Das ist alles, was man braucht, um einen Quantencomputer zu bauen. Technisch ist das nicht ganz so einfach. Ja, wohin geht die Quantenphysik generell? Das ist eine schwierige Frage, wenn man das immer wüsste. Was wir vor allen Dingen als Überraschung empfunden haben in den vergangenen 10 Jahren, ist, dass die Quantenphysik nun angesehen wird, angeschaut wird mit den Augen der Informationswissenschaft. Ich will bewusst sagen, nicht Informatik, sondern mehr im Englischen mit Hilfe der Computer Science, also der Informationswissenschaft. Das bedeutet zum Beispiel, dass Begriffe wie zum Beispiel die Fehlerkorrektur einen Gang gefunden haben in die Quantenphysik. Ich will ein Beispiel geben. Wir haben gelernt, dass eine Beobachtung eines Quantensystems, ein Messprozess, notwendigerweise das zu messende Objekt, also das Quantensystem selber, verändert. Und das führt notwendigerweise dazu, dass wir Fehler in das System einführen. Wenn man nun Fehler korrigieren kann, bedeutet das, dass man vielleicht sogar einmal diese Dinge alle rückgängig machen kann. Das war bis vor 10 Jahren völlig unbekannt. Wir schauen also heute in der Grundlagenforschung die Quantenphysik mit diesen eher informationsgesteuerten Augen an. Und das ist ein für mich sehr aufregendes Feld. Das ist, wo die Quantenphysik als Grundlagenforschung hingeht. In der Anwendung geht sie dahin, dass wir versuchen, die Methoden für Quantencomputer zu verwenden, für Quantenkommunikation, für Quantenmetrologie, also für die Wissenschaft des Messens. Wir können die Messtechnik verfeinern, indem wir Quantenmethoden verwenden. Wir können viel genauer messen, schneller messen und können sensibler messen. Man kann Naturkonstanten genauer messen. Man kann also schauen, ob wir unser Weltbild noch besser verstehen, als wir es jetzt bisher verstehen. Wir können schauen, ob unsere Naturkonstanten vielleicht wirklich konstant sind oder ob sie sich doch mit der Zeit ändern. Und wir können mehr und mehr verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das ist ja das, was uns alle interessiert. Wir schauen immer noch genauer hin und nur dann, wenn wir die Werkzeuge haben, dass wir noch feiner beobachten können, erst dann werden wir erkennen, ob unsere Annahmen, unsere Modelle, die wir für die Welt haben, tatsächlich auch die Welt richtig beschreiben.